Nach dem Sex hat es immer wieder gebrannt und das hat geholfen. Viele Frauen haben nach dem ersten Mal mit ihrem neuen Partner, ihrer neuen Partnerin eine Honeymoon-Zystitis. Das tut weh, das ist lästig, weil man ständig aufs Klo muss. Man kann nicht wirklich guten Sex haben und im schlimmsten Fall kommt es zu einer bakteriellen Entzündung, die von der Blase vielleicht sogar in die Nieren übergeht. Aber dabei denkst du doch eigentlich nur an eins. So ein Scheiß. Und die Geschichte bzw. diesen Verlauf, den bekomme ich jeden Tag in meiner Apotheke und in meiner Online-Sprechstunde erzählt. Am Ende vom Video gibst du mir 5 ganz einfache und extrem wirksame Tipps, damit es erst gar nicht so weit kommt. Weil jetzt hat die Frau einen neuen Partner, eine neue Partnerin, hat im Moment verdammt viel Bock auf Sex, auf Tango Horizontal und die treiben es wild. Zärtlich, ist wunderschön, einmal Mond und zurück. Aber spätestens nach 2 Tagen fängt es an zu brennen. Jetzt erzähle ich dir gleich mal 2 Lösungen, die langfristig dafür sorgen, dass es noch schlimmer wird. Das sind dummerweise die häufigsten. Man holt sich einen Cranberry-Saft im Drogeriemarkt, ein Wärmepflaster, ein Kirschkernkissen, trinkt viel Tee und schaut, dass das unangenehme Brennen irgendwie verdrängt wird. Weil die Lust ist ja einfach so groß. Oft werden dann auch schon Schmerzmittel wie Paracetamol oder Ibuprofen eingenommen. Aber was nicht mehr als eine Pflasterlösung ist, die natürlich kurzfristig hilft. Das Problem von der neuen Partnerin und vom neuen Partner werden offensichtlich E. coli-Keime in die Vagina geschoben. Und vielleicht auch wird die Schleimhaut penetriert, was hier ganz normal ist. Und die Maßnahmen, die gut gemeint sind, die reichen hier oft nicht aus. Der Sex wird schmerzhafter, die Lust lässt nach und man lässt sich dann widerwillig ein Antibiotikum aufschreiben. Das wirkt dann schnell, hat aber einige Folgen. Das Schöne zuerst einmal, du kannst wieder wild und zart und sexy und wieder einmal Mond und zurück machen. Vielleicht ist es dann noch vertrauter und vielleicht stehst du auch auf Analverkehr und es macht euch beiden richtig Spaß. Aber es könnte noch so viel mehr gehen. Spaß haben, wenn du die einfachen Tricks beachtest, die ich jetzt gleich nenne. Und ich muss leider schon berichten, dass viele Frauen extrem häufig Antibiotika gegen solche Beschwerden bekommen. Und das ist ein Teufelskreislauf, der dann relativ schwierig rückgängig zu machen ist. Du bekommst dann irgendwann eine Antibiotikaresistenz, das heißt, das Antibiotikum wirkt nicht mehr gegen die Keime. Und die anderen Bakterien, die diese Schmerzen, dieses Brennen verursachen. Und gleichzeitig ist durch das Antibiotikum dein Immunsystem geschwächt und du solltest es eigentlich unterstützen. Also, was ist die Wunderpille? 5 Dinge. Bitte nur mit Wasser waschen. Punkt Nummer 1. Bitte beim allerersten Mal ein Kondom verwenden, eine Lümmeltüte, das tut nicht weh. Dann Nummer 3, ein Feuchtigkeitsgel mit Milchsäurebakterien, das ist preiswert und sehr, sehr hilfreich und macht es auch einfach sehr viel angenehmer. Erst vaginal, dann anal, Punkt Nummer 4 und danach, Punkt Nummer 5, noch kurz Pipi machen gehen, um die Bakterien rauszuspülen. Wenn es dann immer noch brennen sollte, dann hört ihr den Podcast oder das Video hier oben an. Aber die ganzen Damen, die ich hier natürlich am Namen nicht nennen möchte oder auch nicht darf, die halten sich tatsächlich an die banalen Tipps, haben jetzt mehr Spaß mit einem neuen Partner oder auch auf Dauer. Und aufgrund meiner Schweigepflicht kann ich jetzt hier keine Details verraten. Aber warum haben trotzdem so viele Frauen dieses brennende Problem? Also schau dir unbedingt das Video an. Was passiert bei zu viel Intimpflege? Das kann natürlich auch passieren. Reinigt sich die Vagina von selbst? Wer weiß, am anderen Ende war der Jan. Wir sehen uns im nächsten Video. Zieh die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.